Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rise and Rise Replay of the Week und diese Woche mit unserem Mitglied, den Dark Raider 222 von Rising Legends in sein AMX-50B auf Moor und wir gehen mal rein ins Gefecht. Hallo und herzlich willkommen und gucken uns mal an, was er hier gemacht hat in dem Gefecht. Schon mal eine schöne, nette Lackierung hier. Puma auf der Seite, für was auch immer Puma steht. Wir gucken uns mal an, wie das Team aufgeteilt ist. Der Gegner hat 7 Zehner und sein eigenes Team auch 7 Zehner. Das sieht erstmal von der Verteilung in Ordnung aus. Wichtiger Fakt zum Anfang, es gibt keine Arti. Es gibt keine Arti. Dann kann man natürlich den AMX-50B auch noch ein kleines bisschen anders fahren. Wie wir sehen, ihr fährt ja jetzt hier auch steil nach unten. Kann man machen, gerade wenn es keine Arti gibt. Weil man steht hier dann auch gut sicher, sage ich mal. Er hat ein bisschen Support im Rücken. Fährt jetzt hier auf eine interessante Position. Ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass vielleicht ein gegnerischer Light drüben gucken fahren will, um ihn dann an der Stelle hier in den Rücken zu wirken. Mal sehen, wie sich das gegnerische Team verteilt. Wir sehen da oben T54. Der Rest geht erstmal unten auf. Das ist eigentlich eine typische Wahl vom Gegner auf Moor, dass man erstmal unten die Seite einnimmt und dann zurückfährt. Der eigene WZ-120 ist hier auch schon raus. Oh ja, eine sehr gefährliche Position, aber mächtig, gerade weil es keine Arti gibt. Und der T-54 weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Kann hier natürlich schön sein Mack in den Rücken reinhauen. Ah, schade, einer vorbei, aber vielleicht, genau. Gut angewendet, 4 Schüsse raus, geht jetzt in Reload. Die Position ist erstmal soweit sicher. Wenn jetzt natürlich schon einer drüber drücken würde, hätte er noch die TDs im Rücken. Das heißt, immer wichtig, guckt, dass ihr Support habt. Das sehen wir jetzt hier gerade sehr, sehr schön. Und wie es aussieht, hat sich wirklich außer ein Panzer das komplette gegnerische Team hier hoch verlegt. Kann man machen, ist gar nicht mal so dumm vom Gegner. Oh, die Batchet. Die Batchet, was macht die denn da? Ja, und er hat gerade nachgeladen. Perfekt. Die wollte auf den Berg, sie wollte ein bisschen climben gehen. War eine schlechte Idee in dem Fall. Sie hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell kommt. Und der baut sich ja gleich wieder 2 Dinger. Da sieht man, der AMX-50B, der französische Heavy Autoloader, eigentlich gar nicht mal so stabil, das Ding. Aber es bounced ab und zu mal was. Sehen wir hier auch wieder ganz deutlich. Jetzt verlegt sich auch sein Team so ein bisschen in den Rücken, steht 2-2. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Map-Control hat der Gegner komplett verloren. Er kann jetzt eigentlich, er muss jetzt hier bloß noch abwarten, dass sein Magazin nachgeladen ist. Fährt ein bisschen hoch, snackt ein paar Schüsse raus und macht gut Schaden. Er guckt sich, das ist wichtig hier. Oh ja, schöner Hit, komm, noch einer. Schade. Er guckt sich selber trotzdem viel um. Wer kann mich bewirken? Er steht hier so ein bisschen in der Kuhle und sicher von dem einen oder anderen. Jawohl. Wieder gebaut, das gibt es nicht. Schade, hat er nicht rausbekommen. Aber seine Batchet hat sie rausgenommen, seine eigene. Was er hier bounced, das ist der Wahnsinn. Und der T30, das war leider vergebens. Klar, mit HE-403 ist erstmal in Ordnung, aber das hätte auch mal locker eine 800er-Kelle werden können. Wenn er normal AP drin gehabt hätte. Aber für ihn natürlich umso besser. Oh ja, die Gegner gucken jetzt natürlich hier hoch. Jetzt muss er gucken, wie er den Gegner hier angehen kann. Ohne selber nicht gleich einen dicken Hit zu bekommen. Steht auch wieder 4-4. Der Gegner hat jetzt drüben gepusht. Die Maus in der E75 ist raus. Das ist erstmal hart, aber vielleicht verlegt er sich jetzt hier an der Stelle auch erstmal um. Weil wie wir sehen, die Position ist eine sehr, sehr gute Def-Position vom Gegner. Die kann er so einfach erstmal nicht aufbrechen. Aber sein eigenes Team kommt jetzt hier. Oh ja, oh ja, oh ja. Jawohl, der gegnerische WT hat hier natürlich einen großen Fehler gemacht, da so hoch zu gucken. Ja, komm, oben snacken. Ah, schade. Nee, da kommt dann selber nicht ran. Kriegt jetzt hier auch eine vom Zentrum. Er muss ein bisschen aufpassen. Ein bisschen HP-Management muss schon kommen. Aber macht 2 schöne Hits und kann jetzt wieder in den Reload reingehen. Und ich gehe mal von aus, er guckt auch so ein bisschen um. Er wird sich jetzt auf die andere Seite verlegen. Ja, wobei, das ganze gegnerische Team pusht jetzt, wie es aussieht hier drauf. Was machst du an der Stelle? Er auch noch im Reload, aber gleich natürlich auch fertig. Das einzig Richtige, erstmal sich nach unten droppen lassen, seine alte Position wieder annehmen. Aber er kann, wenn er Pech hat, auch von hinten jetzt beschossen werden auf dieser Position. Da muss er ein bisschen aufpassen. Oh ja, gib ihm. Ah,
Ah, schade. Der Gegner steht noch zu sicher. Er hat noch gute Death-Position. Der Gegner hat sie eingenommen. Oben der E5 und der ST1 drücken jetzt auf sein Cap durch. Aber da steht natürlich noch ein bisschen TD-Werk rum. Die werden die beiden Panzer auf jeden Fall aufhalten können. Für mich wäre jetzt die interessante Frage, wo ist der Leopard PTA? Wenn er jetzt hier aufgeht, wird er bestimmt einen Hit abbekommen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Der Gegner macht es ihnen auch nicht einfach. Sie halten sich weiterhin in der Death-Position. Aber er hat natürlich eine starke Position hier eingenommen, wie auch seine beiden Mediums unten. Oh ja, E1, tu ihm den gefallen. Tu ihm den gefallen. Ja, ja, ja. Ah, war er sich ein bisschen unsicher, ob er durchkommt, ob der Gegner nicht vielleicht noch weiterfährt und er kann einen sicheren Schuss machen. Ah, schade. Nicht so die sichersten Schüsse, wobei man sagen muss, er ist auch nicht der genaueste Panzer. Geht jetzt hier auch direkt wieder in Reload. Man muss nicht jeden Schuss verwerten. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man Autoloader fahren will. Nicht jeder Schuss ist wichtig. Zur richtigen Zeit nachladen. Schumacher 3. So, und jetzt ist nämlich interessant. Wo steht der? Er hat nämlich jetzt hier die Ruhe rausgenommen. Also gehe ich mal von aus, dass er die Position da in dem Berg immer noch hält. Da, wo er zum Schluss zugegangen ist, hier an der Ecke. Noob Team, shoot me. Warum sein eigenes Team ihn beschießt? Im Moment ist noch alles offen. Steht 6-8. Das sieht jetzt noch nicht mehr so gut aus, aber es sieht jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus. Er muss jetzt gucken, wie er die Verteidigung hier aufbrechen kann. Oder wie er sich zurückzieht. So, dass er die TDs auch ein bisschen wirken lassen kann, sein eigenes Team. Plus, dass er da oben ein bisschen Schaden anbringen kann. Wenn jetzt hier gleich das gegnerische Team drücken sollte, der TVP ist ihm da keine große Hilfe und der E50 leider auch nicht. Und die TDs sind abgelenkt im Moment. Also richtig Support hat er natürlich auch nicht. Hm, da kommt er leider nicht ran. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach, schade. Da fährt der Gegner auch wieder runter an der Stelle. Ja, ist jetzt ein bisschen eingefahren. Er steht ja aber relativ sicher. Die Büsche noch so ein bisschen als Schutz. Und der eigene E50 guckt jetzt gleich mal drüber. Das ist auch ganz gut. Nur mal gucken, Wolter. Nur mal gucken. Ne? Also nicht zu lange, gerade über so eine Büschung. Oh ja, tu ihm den gefallen. Schöner Hit. Schöner, schöner Hit. Und kriegt jetzt hier vom PTA und der PTA geht noch nicht mal auf. Oh, 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 ja, 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 gib ihm, seitlich. Jawohl. Und dann kann er wieder in den Reload reingehen. Der PTA selber jetzt nicht aufgegangen. Er hat jetzt nur noch 526 Life. Jetzt muss er gucken, dass er ein bisschen HP-Management betreibt. Das bedeutet, sich von der Position auch zurückzieht. Das macht er hier an der Stelle auch richtig, weil wir wissen ja, der Gegner war mit dem größten Teil seiner Panzer hier an der Stelle. Und die werden sich schon langsam hier hoch verlegt haben bis hierhin, weil er ja die Badgehand hier genommen hat. Jetzt bedeutet es vorsichtig den Gegner runterschießen. Steht 9-10, sieht immer noch nicht so deutlich nach einem Win aus. Vielleicht wird es auch ein Lose, das weiß ich ja selber auch nicht. Naja, doch, gut, die Gefechtsergebnisse habe ich ja gesehen. Also wie es ausgeht, weiß ich. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das weiß ich natürlich nicht. Oh ja, oh ja, oh ja. Perfekt, nein, 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 nein. Was macht da die Grille? Was macht die Grille? Warum schießt sie nicht? Mega lucky an dieser Stelle. Die Grille hätte ihn eigentlich rausnehmen müssen. Das Spiel wäre vorbei gewesen. Und es wäre definitiv kein Replay aus The Week geworden bei uns. Aber die gegnerische Grille hat, wie es aussieht, die Waffe nicht runterbekommen, glaube ich, im ersten Moment. So sah es auf jeden Fall aus. Er geht hier auch direkt wieder in den Reload. Der E50M, wie auch der WT, ist ja noch irgendwo. Aber sein Team hat das da oben ganz gut überstanden. Steht jetzt 13-10. Jetzt sieht es wieder deutlich besser aus. Tja, was macht man jetzt hier? Der WT kann ihn auf jeden Fall rausnehmen. Vom E50M hält er noch einen Schuss aus. Da geht der WT auf. Oh ja, gib ihm. Gib ihm. Er kettet ihn jetzt hier an der Stelle. Natürlich mit Auto eben geschossen. Kann man machen, muss man aber nicht. Geht er jetzt hier in Reload? Ich würde direkt wieder in den Reload gehen. Er steht relativ sicher, hat hier den WT rausgenommen. Seinen 6. Kill souverän gemacht. Hat aber leider natürlich eine Kelle vom E50M bekommen.
Das heißt, er kann nicht noch einen Schuss ab. Fährt deswegen auch ein kleines bisschen die Position weiter nach hinten. Guckt er, dass er hier von der Seite irgendwie wirken kann, wenn er gleich sein eigenes Batchet kommt. Das ist immer das Wichtige, zur richtigen Zeit halt an die richtige Position fahren. Und wie wir sehen, hat er auch noch Glück und kann hier den gegnerischen E50M bewirken. Der fährt jetzt hier direkt auf ihn drauf, aber seine Batchet ist ja auch noch hier, kommt jetzt hier direkt von hinten. Also so einfach wird es für den E50M halt auch nicht. Hat geschossen und er kann ihn hier sauber rausnehmen. Sein siebter Kill, sauber gespielt, sauber gewonnen, gut zu Ende gebracht. Und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Und da sehen wir ein Meisters. Das ist doch schon mal eine souveräne Sache. Großkaliber und der Krieger an sich erstmal nicht so viele Medaillen. Aber wenn wir jetzt gleich in die Teamauswertung reingehen, sehen wir, warum dieses Replay gewonnen hat. Und da sehen wir deutlich, es war halt 7235 Schaden, 7 Kills, 1369 Base XP. Eine sehr, sehr gute Leistung, wenn wir uns das restliche Team angehen. Sehr durchwachsen, ne? Ein paar Spieler, die auch sehr gut gespielt haben. Aber im Großen und Ganzen war es doch schon seine Schuld hier, dass sie gewonnen haben. Gut gemacht. Das gegnerische Team, sag ich mal, ähnlich gut. Ne? Der E50M, auch sehr, sehr gut gespielt. 5000 Schaden ist eigentlich auch ganz ordentlich. Batchet mit 3000 ist auch in Ordnung. Und wir gehen mal in die detaillierten Infos rein. Und sehen hier 29 Schuss abgegeben, 23 Mal getroffen, 21 Mal penetriert. Das ist an sich erstmal ganz ordentlich. Wir haben ja den einen oder anderen Schuss gesehen. Es geht entweder nicht alles durch oder halt die Waffe ist zu ungenau. Ist auch ein bisschen was für den Nahkampf. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht, wenn man noch weiter snipert von weiter weg. Ich glaube, dann wird es noch deutlich schwieriger. Ich habe selber diesen Panzer nicht, werde ihn mir aber auf jeden Fall noch erfahren. Aber da gibt es nur noch zu sagen, danke, Dark Raider 222. Danke an die 7 Opfer. Musik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder ein Like. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Auch gegen Kommentare ist nichts einzuwenden. Gerade Kritik oder auch Lob würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht können wir gemeinsam diese Videos auch noch weiter verbessern. Ich danke euch und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Replay of the Week mit Rise Community. Macht's gut. Tschüssi.